Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deep Dive Planet Coaster 2 am 28.08. heute. Und ich bin nicht alleine, die Jungs sind auch dabei. Sag doch einfach mal kurz Hallo. Hallo. Perfekt. Also, Echo, ey. Ja, bevor wieder eine Pause kommt. Ja, lieber beide. Genau. Ja, wir zeigen wieder eine Live-Reaction. Wir sind tatsächlich ein bisschen später dran, aber ging halt zeitlich vorher nicht. Und das kam schon online. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, wir noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Und wir sind sehr gespannt, was uns auf uns zukommt. Und als allererstes möchten wir uns natürlich bei den 600 Abonnenten, die wir jetzt haben, recht herzlich bedanken, dass das in so kurzer Zeit tatsächlich von den 500 auf einmal auf 600 gestiegen ist. Ja, wir sind total begeistert, wir freuen uns. Das zeigt uns wieder mehr, dass euch unsere Videos gefallen. Und wenn du derjenige bist, der noch kein Abo da gelassen hat, dann bist du herzlich willkommen, diesen kostenlosen Button zu klicken und uns dadurch, zu unterstützen. Ja, das wurde besser, ja. Ja, zu unterstützen. Ja, das soll so gesagt sein und ich würde sagen, wir starten hier direkt mal in das Deep Dive und wir sind mal gespannt, was uns hier erwartet. Wir starten mal. Shall we get the show on the road? Do you want to do your... Oh, I don't know. We can't. I don't think we can. I could do the voice, though. You know what? He's going to do the voice anyway. World premiere. Hi, I'm Rich Newbold, game director on Planet Coaster 2. And I'm Adam Woods, senior executive producer. We're so excited to be showing you even more about Planet Coaster 2 in this second deep dive. In this deep dive, we'll be showing you how we've been expanding upon our amazing building and customization tools in the game. Alright, let's dive in. Ja, jetzt gibt's die Krage nicht mehr, jetzt gibt's irgend so einen Fisch. Das Intro ist ja super geil. Interessant. Those of you that don't know, Planet Coaster 2 is a creative management simulation game about building your dream theme park. We've got coaster parks and water parks combined in the game now. And in this deep dive, we're going to show you how to take those amazing building tools, building upon them, and jump in and build some amazing stuff in game. Yes, I think the first thing we're going to look at is the path tool. We're going to have a look at this development build, one of our work in progress levels that we've got. And we're going to perhaps continue on this theme park that's got the very early beginnings of a path system. Yeah. We can improve that, can't we, Rich? Yeah, it's really basic to begin with. Don't really have anything for our guests to enjoy, but foundations are always the paths. So that's one of the things we've been looking at. In-game Building upon level. That from the first game, we've got a lot more tools and options for players to build with the path system. So in here we have our line builder, we have kind of a tool that's based, it feels very much similar to the path builder from the first game. Yeah. A draw tool, that's kind of a freeform building tool, and stamp builder as well, which allows you to build those geometric looking plazas. Mm-hmm. We have a rounding tool to allow you to soften some of those harder edges that you might have from that. The customization brush that allows you to take the look and feel of existing paths and apply that to bigger areas of your parks, and the edit tool, which allows you to adjust the borders and adjust the way that your paths and plazas look on the outside. Yeah, the rounding tool and edit tool really give you that fine tuning ability once you've placed them down. Perhaps a more advanced feature. Krass, man, die in der Wege noch bearbeiten kann, nachdem man die platziert hat. No. We're going to use the line builder though today to carry on this path system that's already at the beginning of this theme park. I want to ultimately end up somewhere over here with a bit of a plaza. Maybe we can make a bit of a display, but I won't give away too much on this on the early part of that. But yeah, we'll work our way over there. So looking at this line builder, there's a lot of options here, isn't there? Yeah, we wanted to give a lot more creativity and customization options for players as they're building their park. So you can adjust things like the line style, if you want it to be naturally curved or you want it to be a fixed straightness, how you want it to conform to the terrain, how you want the connection type to be when it connects to existing paths, the width of the paths, if you want fixed lengths or you want the kind of a loosely unbound length to your path as you're placing it, as well as snapping tools. So if you want to build geometric looking, das sind zu viele Möglichkeiten. Sure das wird ein bisschen brauchen, was sich dran gewöhnt hat. Including like the way the camera will behave as you're placing the pass around. Ich glaube, es ist mal eine komplette Überforderung. How you want to use this tool? Because it's a tool that you will be using quite often in your parks. Ja, es ist kein Pass. How you want it to look and act as you're building it?
Was ich für viele über die Wege reden, ist halt ein großer Teil vom Spiel. It's already got quite a wide path here. Aber wir haben so viel über Planet Coaster 1 aufgeregt mit den Wegen, ist schon sehr geil, dass es so, so umfangreich gemacht hat. Auf jeden Fall stimme ich dir voll und ganz zu. Option, because I want to sort of curve it around this corner. I'll just give it one click and then the second one down. And that's it. I've built my path in two clicks. Nice and simple. I can quickly switch to the stamp builder. I'm going to go, yeah, octagon. I believe in our path. Kannst du ja alles verbinden. Ja, eigentlich kannst du das ja, haben wir ja gesehen beim letzten Mal. Get that to snap onto the end of that path. Das snappt auch, sehr geil. Das snappt auch, du kannst sie drehen. Nice open wide path leading to this plaza area that we could lots of different things with. I could place some shops down or other things as well, couldn't I? It's not just about the different ways that you. Also, mal ganz kurz, seht ihr meine Maus? Ja. Das hier läuft irgendwas auf dem Sand rum. Ah, okay, das sehe ich nicht. ja, ich hab irgendwas auch gerade gesehen. Ja. Ah, da, Tatsache. Guck mal. So we have lots of different textures and options for you to change the way that the style of your path to be. Okay, cool. Yeah, über den Weg. Ja. Styles, different, oder ist es ein Vogel, der einen Schatten hat? Some of these options have the ability to es war auch ein bisschen Staub aufgewirbelt, ja, oder? Ja, genau. Du musst schon sehr tief fliegen. Es wäre ja geil, wenn die irgendwelche Gimmicks da reingemacht haben. So, weißt du, so. Irgendwelche Tiere, die da rumlaufen. Das sieht so komisch aus. Das sind echt viele. Ich kann es nicht erkennen. It's the delete tool. This has got a little special thing that I actually use quite a bit. Ja, wenn du den Park nicht sauber hältst, komm rein. In a little while, I want to place a display in the middle of this plaza. I think that's where I've got it in my mind. I want to place a display. But I don't want them walking through it. I want to sort of. Guck mal, Dennis, ist da was für dich? Das, hier, der Bulldozer. I'm going to drop the size down just a touch. Ich habe tatsächlich schon gesehen, was der alles kann. Und es ähnelt sehr dem Tool von Rollercoaster Tycoon. But for now, I'm just going to sort of eyeball it. And then I can just cut out that piece of path. And then that now das becomes ist, perhaps an area cool. that I could put some interesting also ist, bits of scenery yeah. to maybe make a little dress it up and nice. Yeah. Also einfach mittendrin wegklicken machen. Also du kannst anklicken, was du wegmachen lassen möchtest. Du kannst sagen, Szenerie bleibt, nur Wege oder Wege, Szenerie bleibt und so weiter und so fort. Also du kannst entscheiden, was der wegmachen soll. Na, das ist geil. Das ist schon echt praktisch, oder? Bei Rollercoaster Tycoon 3 war es ja so, dass du ein alles Kästchen hattest. Ja, einfach alles. Und dann musst du halt, du konntest die Kästchen auch ausschalten, was sie nicht löschen sollte. Das war auch, ich fand's geil, das Feature, das war ganz gut. Direkt gelöscht. Der Bordstein sah irgendwie anders aus, da, ne? This area is really nice, it's got a pass in place, but I think we're gonna need to get some pools and flumes in place for our guests to use, so... why don't we show how you can use tools very similar to the path builder, the path tool, to build a pool for our guests to enjoy. Here we have the stamp builder, which will, you know, place down a pool okay, just like that. Just one click, there I have a pool that if I connect up to the path network and have the correct facilities available, change the facility. Interessiert, ob man auch Pools auf verschiedenen Ebenen bauen kann. Ihr habt immer nur auf dem Boden, sehen wir es jetzt. These tools very similar ich to the path tool, similar kind of options. Er müsste eigentlich irgendwie gehen. Specific to the pool builder, so whether you want certain depths, whether you want them to have pathing around the edge, or whether you want that kind of infinity feel on the pool as well. So very similar tools. We built those to feel very similar. So line builder, the draw tool, the stamp builder, all exactly the same, pretty much as the path builder. So should be nice and intuitive for players to build those. Those water bodies for our guests. So it's really easy to do so. Let's use the draw tool here. I've got it on curve. I've got the edge type for path. I do want to have pathing instantly around this pool. And I'm going to have the swimming depth, which is good. And then I'm going to build it kind of close to here. Because then I don't have to do too much work to actually connect it up to the rest of the pathing network. And then using the draw tool, I just start my line out here. We're going to go for a bit of a sort of classic kidney bean shape. Yeah, it's a very good looking pool that you've seen at a lot of backyards. Yeah, lots of nice sort of curves.
There we go. Because I drew it. It finishes automatisch. Yeah. Original part of the pass that we just placed down, that actually now is automatically connected. Yeah. I don't actually have to do anything else. Guess we'll be able to navigate across that pool and use it if they are in the right conditions, but they haven't. They've changed into their swimming suits, and they've got their full pass as well, ready to go. Okay, so we've got a pool in place, but as you say, we need to make sure that our guests have the infrastructure so that they can actually start using it. So we're going to need things like you guys always clean sounds, guest services, and changing rooms. Some would say they are the most. I would say the changing rooms are definitely the most important part. Okay, so viele. Using some of the blueprints that we have, the empty shells allows us to theme up an area really quickly in to one of the amazing. It's so ungewohnt, dass er. Then we need to add. Our guest services. Du kannst es einfach auf den Weg bauen. And now that guest services is open, we have a vendor already in there ready to serve our guests as they. Und war das gerade eben ein einzelner Shop? Habt ihr das gesehen? Wir spulen auch gerade zurück. Moment. So, an aquatic theme. Stopp. Ja, das ist ja nur das Thema, genau. Stopp. Nee, was ist denn der Tisch? Ja, das wird einfach ein, wahrscheinlich das Ding was geben, was es auch in RZT3 gab, Planet Zoo wahrscheinlich auch, dass du halt einfach so einen Tischsteinkasten in Aus- was verkauft. Okay. Wäre halt ziemlich geil. Ja, auf jeden Fall. Facility Shell. Can I use the other slight style of aquatic look? Let's look for. Under facilities. Wenn ich Pause drücken soll, dann müsst ihr mir das sagen, ne? Changing room. That's that shell. Ah, okay. Ich find's schade. We now have two lovely themed looking facilities for the guests to use. Das they ist can richtig. Purchase their pool pass here. Das ist mal, ja. They can change into they're already coming, look, they're ready for it. They can change into the selbst jetzt noch nicht so wahnsinnig viel Neues gewesen. They can change into the swimming shorts and then they can dive into the swimming pool. But we don't just have pools in Planet Coaster 2, we also have flumes, and we have a range of different flumes that you can build. Oh, yes, I think we should build a body flume, just my favourite kind of flume. Yeah. First thing to do is to place down the flume platform, where you can actually build more than one flume from these platforms as well. Well, and they are sort of modular in nature. I could attach more to this to expand that platform as I want to, if I wanted to fit quite a few flumes on. Wide platform with multiple flumes coming off it if you want into the same pool or different pool bodies, you'll have a lot of flexibility. Also Switchen bauen wurde auf der, ich glaube, Xbox Präsentation schon gezeigt. Aber jetzt sehen wir es offiziell. Ich hab's nicht gesehen. Ja, ich habe Stellen davon in dem Video von uns benutzt gehabt, aber halt nicht in ganzer Länge. Flume with the bar style at the top. Ich finde es cool, dass es verschiedene Variationen gibt von Starts. Nicht nur von Starts. Now I have my first piece. This is very similar to how we build roller coasters in Planet Coaster 1. Siehst du wahrscheinlich gleich noch. Guck mal, allein das ist ja schon unterschiedliche Versionen. All piece by piece. Lots of flexibility here. I can change the length at which I want the piece to be placed down. Really give me that flexibility in creating those turns. Wahrscheinlich werden es wieder irgendwie 4 oder so sein. And with this flume as well, I can create lots of undulations as well as going side to side. You can go up and down. Yeah. And we also have a range of different visuals on you want the flume piece to be. So you can have an open flume and closed flumes, flumes that have a higher. Ich glaube übrigens, dass diese grüne Anzeige anzeigt, wo der Gast langrutschen wird. Das ist wirklich so ein bisschen wie auf Schienen, wie du es mal gesagt hast. Finde ich auch cool, aber ich finde es trotzdem unrealistisch, dann am Ende, wenn er dann da runterrutscht. Ja, am Ende, wenn alle genau gleich rutschen, dann, wenn das wirklich so ist. You'll be able to change the way that kind of stripy pattern looks as well. Let's do. Und die Supports sind jetzt schon mal realistisch, aber schon schön. Okay, stimmt, die sind deutlich besser. Fliegt man da nicht raus? I'm gonna just put a nice big curve, because I really want to show off that lovely central cantilever support that we have in das the game. Nee, das geht kind doch. Of leaning back to some of that authenticity. Lustig, you get a lot of this könnten. Sie haben einen Gast getötet. Ja, ich glaube, das wird da nicht stehen. Das ging beim ersten Teil, wenn du den in See reingeschmissen hast. Stimmt, ja. Da ist er ertrunken. Ja, stimmt. Das geht hier bestimmt auch.
Warum soll die das geändert haben? Wenn du kein Bademeister einstellst? Also hier hat er noch keinen eingestellt. Ja, für irgendwas muss der gut sein, ne? Okay, ihr habt jetzt nicht gezeigt, was ich eben meinte. Also du hast halt verschiedene Startstücke, diese Mittelstücke gibt es verschiedene. Alles, warte mal, das ist jetzt wichtig. Dieses Treppenplatzieren ist spannend. Sort of tower stairway that you get as part of the Flume Towers. So that's part of Planet Coaster 2 as well. Yep. You can choose to select a different gate type where if I just want the gate at the top of the platform and then build my way up to it, or perhaps it's already at the top of a hill or something like that, then you can choose to do this way as well. But we have got a bit more of a traditional placed flume platform here, so I'm going to place these stairs. Diese Treppen werden halt automatisch generiert, du musst einfach dahin ploppen. Du musst ihn selber bauen. Bottom gate to the rest of the Du hast ja auf jeden Fall auf Zeit und Ärger. Ja, und es funktioniert auch mit dem Boden darunter immer, ne? Ja, was ich meinte, du hast die verschiedenen Startstücke, die verschiedenen Mittelstücke, es gibt verschiedene Endstücke und es gibt auch Spezialelemente wie diese Trichter und sowas. Das kannst du alles in diese normalen Rutschen einbauen. Okay. Haben wir jetzt eben nicht gesehen, aber vielleicht bauen sie noch einen. Wer weiß. Too exciting, too fearful, too nauseating or not, and the guests that will find this appealing will get changed and they'll find their way to the flume. I think it's passed its test. I think it's ready to go. I'm going to open it up, at which point a ride attendant also appears now as a staff that I need to manage. We need to make sure that they're kept happy. We'll be talking about that in another deep dive. But for now, we've got our ride attendant. The flume can be opened, and guests deep dives are denn noch? They're already checking it out. They need to be in their swim costumes ready to ride it, though. So we'll see if anyone else turns up. Zwei noch. The other thing to mention, it already is quite a striking design with that lovely kind of purple palette. But I can change that. We have November, four colors that run down the flumes that I can then quickly update to any color that I fancy, and then it will update coaster, the segments as it goes down. So for example, I could change this one to entirely red if I feel like it. Ja, jetzt ist er jetzt hier creative Zeug. Slots good idea to red, and then we've now got a nice striking bold color for my flume. This flume's looking really busy, this flume platform, but I think we can get another flume for our guests to enjoy. Our pool starting to fill up as well. Before I add that flume, I'm going to extend the pool as well just to give it a bit more capacity. I'm going to it is getting busy. I'm pleased with that. I'm very happy that they're liking it. Cool, die springen vom Beckenrand. Hab's gesehen. Oh, weil kein Bademeister da ist. Ja, es gibt ja auch keine Leiter oder so, der hat nichts gebaut. Das stimmt. Aber ich find's gut, dass es nicht unbedingt braucht. Ja. Gerade eben hier unten, da ist einer aus dem Pool einfach raus. Geht auch ohne, ne? Aber das finde ich cool, dass es auch so geht, ohne die Wege drumherum. Das ist auch ein wichtiges Feature. Ja, auf jeden Fall. Ah, ich habe schon so ein paar Ideen. Edge now that doesn't have the path. Obviously, guests can't navigate around it, but that perhaps gives me the ability to kind of shut parts of the park off that allow them to swim in it, but not necessarily. Was für Aquaparks. And you can dress up the edges of that pool really well with the scenery pieces as well, of kind of dressing up that area. Workshops, you know, not able to use it. Let's go for the body flumes. Gibt's so einige. Ich weiß schon. The game has detected that I've already got Islands, a flume platform in my park as well. It's defaulted now to giving me a starting piece to add to this platform. If I didn't, it would default to the platform itself. Ich auch, oder? Also klar, die werden alle nachgebaut werden. Gerade die Sachen, die halt irgendwie kombiniert sind mit Freizeitparks, da gibt's ja nicht so viele. Da gibt's ja noch dieses Aqualand in Köln, ne, mit ihren 15 Rutschen oder was das ist. Ich meine in Arabien oder sowas, irgendwie so ein riesiges Schwimmbad gebaut, das auch sehr stark thematisiert ist. When am I gonna get drops? I'm gonna drop them off here, and we're not gonna give them. Ich glaube, der Drop ist durch eine Pyramide und dann schwimmst du durch eine Glasrutsche, durch einen oder so. Ja, genau. Ja, habe ich schon mal gesehen. Ich glaube, das kann man bei Galileo oder so. Boah, keine Ahnung. Also das sind ja Sachen, die sind jetzt in der Prädestin für sowas hier. Ja. This flume
Nice and simple. You got your so soll ich nochmal fragen, ob sie vielleicht rausfliegen? I think you should have a special piece to finish with as well. I think so too. A lot of the flumes have different special pieces. They have different die meinte ich, ja. Special, so they might have run-out oder lanes, zu, okay. Or war das ein Looping? Pieces, such as ich glaube, es gibt auch Loopings, ja. So das sieht zumindest so aus. I always like the plug bowl. I do. Das ist ein Looping. It's a great one to finish on. Ja, so muss eigentlich sein. We're going to use the enclosed one this time as well. We saw on the last deep dive, I think, one, but this time we'll oder use the enclosed one. That gives them a bit more of a exciting kind of end to the ride. They're suddenly plunged into darkness. Also bis auf 4, 6, 8, 8 verschiedene. So now we have our second flume. Ja, bis jetzt haben wir, glaube ich, nur das geschlossene und den offenen Trichter gesehen. Finish that one and let's test the ride. We always check out a test dummy first of all. Was ich cool finde. There we go. Damals haben wir in the pool. There we go. We've passed our test, so we can now open that up. Ja, ja, mach mal and auf. Ich find's cool, dass du mehrere Rutschen auf eine Plattform packen kannst. Ja, so viele wie du drauf kriegst, ne? Ja. To go on one of them. Ja, diese ganzen generell, ne? Das hätten sie bei den Achterbahnen vielleicht auch machen können, ne? Die Stationen halt nicht so groß machen, sondern nur das Nötigste. Ist ja hier genauso. Ja. Was ich ein bisschen traurig finde, ist, dass da keiner dabei steht, der da macht den Knopf quasi. Ready to splash into the pool. There we go, there she is. Fantastic. Now this part of the park, we've got our flumes in, but it's looking pretty ich frage mich, warum die alle in der Mitte schwimmen. So, a big part of Planet Coaster 2 is the creative tools that we have for creating these wonderful parts of your park that are themed, that have dressing to them. So I think we should kind of dress up this wonderful part of the area that you made shop at the beginning with some of our scenery power. Pieces. So we have in our scenery section we have Frage, sind die Management, Unlimited, so Deep we have zwei, lots unlimited. Of different pieces from the themes that we have. Das ist ja jetzt erstmal kreatives Zeug. Hier wird es wahrscheinlich nicht um Strom und so gehen. Just like that. Vielleicht zeigen sie ja, dass man Sachen skalieren kann oder das Group Scaling oder so ein Kram. Yeah. Keine Ahnung. Let's see if we can. It's also got some singing eels. Zeigen sie mal, wie viel Blueprint speichern, wie viele Teile es drin sind. Ja, das wäre auch gut. Let's pop that just on the side. So I want Fish Beastie in the middle. Okay. But don't tell the deep dive viewers. Don't tell everyone. Okay. Yeah, I'll keep it to myself. Talking of Fish Beastie, should we put him in? Dieses Fischbeast-Ding ist doch das, was im Intro da war, oder? So, as well as all of the blueprints, you have the ability to put down all of the pieces individually, in just their position, their rotation. Ja, es gibt keine Krage, es gibt einen Fisch. As you mentioned, this one is a, es gibt einen sehr komischen Anglerfisch. The blueprints are our oder das ist das Auge von dem. Connecting all of the scenery pieces together for place to quickly dress. Ich sehe ja keine anderen. But you can put the pieces down individually. Ich hoffe, die haben trotzdem noch die alte Krage drin. Die war cool. Those kind of shops in a nice ich mach die auch. Ich finde den Spaß ein bisschen klein hier. Aber die kann man erst verlieren jetzt. Ich wollte gerade sagen, die Krake fand schon ein bisschen groß, aber wir können da jetzt skalieren. Ja, das muss ich reingewöhnen hier. Oh, wir kriegen hier Effekte. His glory, all his glory, yeah. And I want to give him his moment to shine. I want to warte mal, agiert er gerade mit den Blubberblasen oder ist das? There we go. I want some jets around him. Ich glaube, das ist einfach die Standardanimation von denen. Ah, okay. Ich dachte gerade. So I'm quite, you know, that sort of gives. I feel like it's beautiful. It's a nice little centerpiece, but it could be made better. Wunderschön, ja. The new event sequencer, couldn't it? I think. Exactly. So the event sequencer is a new tool for Planet Coaster 2 that allows you to create these sequences. It's a timeline that allows you to then take things like the animated. Oh ja, ich würde gerne die Timeline sehen. Aber guck doch mal, der macht jetzt was ganz anderes. Trigger them off in a timeline, so you can add objects to this timeline. We can then. Ich sag dir, der agiert damit. Adjust the timing that we want of them. Achte mal drauf. Guck mal, ich spule nochmal zurück. Entschuldigung. Aber jetzt kommen die Blubberblasen. I want to build a little scene that kind of demonstrates Fish Beastie in his most kind of his glory, all his glory, yeah. And I want to give him his moment to shine. I want to build a little where are the jets. There we go. I want some jets around him. Let's say we have a couple like das that. Das ist selber Animation jetzt nochmal. Er hat ja mehrere verschiedene und rotiert immer zufällig durch. Gives, I feel like it's so, jetzt hat er die Fontänen gemacht, jetzt macht er was anderes. Could be made better by
the new event sequence. Als ob er das so toll findet, so. Exactly. So the event sequence is a new tool for Planet Coaster 2 that allows you to also, create sequence events, the timeline that allows you to then add objects to this timeline. Ah, die Timeline, das ist doch wichtig für mich. Da fühle ich mich zu Hause. Ja, das sieht schon gut aus. So I can select, multi-select using the add object section, which was in that event sequence you just saw. It's here, I've got all my pieces that I want to connect. Ja. Oh ja. And then the four large water jets. Das ist die wir haben wollen, gell, Mitaro? First of all, I want to make sure the fish beastie is doing diese Kack-Timeline da, wo du jedes Mal jede Sekunde und jede Millisekunde eintippen musst. Oh, ist eine Katastrophe. Ich weiß noch, wie ich das Feuerwerk mal gemacht habe vor 23 Jahren. Voll Katastrophe. Und dann wird er sein Roar. Und that bar is then telling me that's how long that animation is. And what I want is I want to punctuate the roar. So I'm going to move the jets just down the timeline a little bit. Wäre jetzt cool, wenn auf dieser, auf der Timeline, auf dem Stück von dem, irgendwie Markierungen wären, dass du weißt, an welchem Punkt der, dieser Brüll oder Schreier kommt. So we can see that he starts to roar around. Ja gut, aber das kannst du ja schön da jetzt hinschieben. Das ist jetzt, das ist viel einfacher jetzt. Blind up with that. Simple as just picking them up and dragging them across. And then also, the roar is quite long. I want them to stay on for much longer. I'm gonna have them stay on for probably what will be 2.5, 8, so somewhere about 6 seconds, I'm gonna say. Let's just do it at 6 for now. Let's change all of them to 6. I could change them to different. Also kannst du nochmal Timer einstellen, wie lang die Fontänen kind of sprudeln. Sort of. Ich muss sagen, allein nur durch dieses Feature bin ich sehr viel mehr angetan, auch mehr Sachen zu triggern. I can preview it as well, so I can have a quick look and see if it's a little early, but I think that's about right. Looking really good though. I think so. So that's the event sequencer that allows you, we can put animated scenery, you can put the particles, you can adjust some of the options such as on some of the particle effects like the fire, you can change the color of those effects. Yep. You can change lights and have those turn on and off as well in the event sequencer. And you can also on the rides and the coasters connect to an event sequencer. So it, when a ride is in the middle of a sequence, having an event sequencer connected and that firing off particles at a certain point as well to, as you say, punctuate those amazing moments that you'll have in your park. Give Fish Beastie the display he deserves. I really like what you've done with the event sequencer around Fish Beastie. They're looking really good. They're getting that glory that they deserve. But this area is looking pretty empty. Yeah. I think some greenery demonstrating how we've got a new scenery brush in Planet Coaster 2 that allows you to very quickly put a lot of greenery down. So I think that'll be scenery bit something to show. Then. Scenery brush, you say? Yes, please. So in this brush, it allows you to choose different presets that we have of different rocks, different tree combinations, and very quickly place them into the landscape and bring a drab area that's quite empty. Yeah. And fill it with lots of lush. Good old shit preset, ne? Also kann schon sein, dass wir haben all of these options. We have. Ich hoffe es einfach mal. Aber es funktioniert genauso wie ich dachte. Das ist saugeil. All of the pieces in that brush is whether it avoids the paths, whether it aligns to the surface. If you have hills and rocks and overhangs, whether you want it to be aligning to that surface and coming out at the kind of the angle that your hill is or your overhang, or you want it to be kind of vertically straight up. When you want it to ignore the scenery that you already have, so it will conform to or not conform to the things that you've already got. So you get that flexibility. Here you've got. It's so wahnsinnig einfach. It's echt schön. And it's avoided that bit. Exactly. I can drag it across. Ah, doch, guck mal, und du edit brush kannst doch was eigenes machen. It's a way for me to be able to quickly create a new brush and so, okay. But not kind of go, oh, whoops, I put loads of trees across all my paths. Ja, dann brauchst du nicht mehr einzeln zu setzen, ist geil. Ja, gerade für Wälder und so, irgendwas, was im Hintergrund ist oder so. Dennoch, wenn du jetzt Gefälle hast oder so, ne, dass du das anpasst. Ja, das kannst du ja auch. Geht ja auch mit dem Ding. Tool for putting lots of scenery pieces down, but these are individual pieces as well. So this allows you to then go in
on each individual tree, individual rock, and move them and adjust where you want them to be and give you that fine-tuning of where you want it to be actually in your level. In Schwarzwald. And of course, we can't forget about scaling as well. Whilst I can move ja, gut, das kannst du auch innerhalb von zwei Minuten machen, ne? Do all those sorts of dance movements. As we're used to, I can aber du kannst sie tatsächlich nochmal einzeln anklicken und nochmal. Das sind alles einzelne Objekte. Und ich kann auch ramp up the size, if I really want that to kind of stick out and kind of really be a focal point of this area. And that goes with all the non-grid, non-animated scenery pieces. You can scale them as you want to. Das heißt, theoretisch kann man in den Brush auch Sachen reinmachen, die nichts mit Grünzeug zu tun haben. Creating these wonderful things, kann bestimmt auch cool Sachen machen. For your guests to enjoy and really going to detail in what you want those areas to look like. Exactly. Ja, krass. And of course, was halt geil wäre, ist, wenn du dann so eigene Pflanzen gebaut hast oder so, wie bei Sascha schon, BRG4 oder? Ja, ist richtig. Hast du mal Glück, ja. Ja, ich muss kurz überlegen. Ja gut, das ist eine gute Frage, ob man... Boah, ist schwierig, ob man da Szenerie-Gruppen reinpacken kann. Wäre aber interessant. Boah, keine Ahnung. Is probably a roller coaster. Yeah, that's fair. So, why don't we build on from scratch and show how we've added a lot more tools to the coaster. Ich glaube, wir waren wahrscheinlich bei dem Blueprint dabei. Oder haben wir es ausgegangen gemacht? Build a roller coaster for our guests to enjoy. I think I'm going to place the coaster in the back of the park here. We've got a big chunk of land that's looks like it's right. Kriegen wir jetzt wirklich den Bau oder ist das wieder so ein vorgefertigtes Ding? I think so. It's perfect space for really lots of open area. Das ist schon viel mehr als vorher, oder? We do have a selection of blueprints available. That means you can just mehr Blueprints als vorher. Ja, deutlich mehr. 35 Stück. Sandbox, obviously, and you got the unlimited. Ja, vorher war es irgendwie 4 oder so. You can place that down and you connect up to your power system and away it goes. But I'm gonna build it piece by piece today. Geil. Ja, geil. We have lots of coasters. Und ja, das sind mehrere Achterbahnen jetzt. Oh, das ist auch sehr viel mehr geworden. Ja. Uiuiui. Es hat sich viel getan seit der Gamescom. Looping, that's the one I want to build today. Stahlachterbahn. Na, super. Station place down. I'm gonna send it out that way, kind of down there. Okay. Kann ich die ausschalten, die Station? Yeah. Ich glaube nicht. Also es ist doch so gut. Also hast du das ja nur so gesehen. Aber das Grundprinzip ist dasselbe geblieben. Flexible one to build with. You've got the different options. We have a lot of special pieces as well as our standard track pieces, trim brakes, and lots of control over how you want it to be propelled, how you want it to slow down. Ich bin irgendwie ganz froh, dass das System dasselbe geblieben ist. Coaster builder. Ich mochte das eigentlich ganz gerne. Compared to myself, anyway. I think my skills along the lines of bloom building are sort of similar to my coaster building. Wenn sie es zeigen. I'm not too bad. I mean, I guess I'm opening myself for criticism and feedback within this deep dive. I will showing people my I will always coaster praise skills. Your ability to build a coaster on camera under pressure. It's not an easy thing. We're talking about some loops. Let's get a little loop in here, shall we? Actually, I just want to go back one. Let's add it. Make sure you got that entry speed. Yeah, I think we'll be able to get it up. I'll just scale it. Down a little bit. Ja gut, das ging ja bereits auch schon. Entry speed. Ja, das ist eigentlich ziemlich identisch. Test it while I'm building it to make sure it is going to make that loop. Go over to the test. I can start it and the coaster will start its testing loop and I can continue to build whilst it's... See all the values calculating for the excitement, fear and so, nausea fängt is it's going vorne up as well, giving you that feedback on the lateral g-forces, the vertical g-forces, four g-forces, all those things that kind of all weave together to build the prestige for a ride, how popular it will be for your guests. Ja gut, das ja. Let's just see if they're going to make it over this loop and if they are then I think I'll call it a day there, I'll connect up to the station and then we can perhaps customize schon praktisch. No, I think I really like this special piece. It's really nice. Good. I think maybe there's some other special pieces. Von außen schon, ne? This one we could have. Pretty good, yeah. This coaster has loops and rolls as its special pieces. Some of the other coasters have different types of special pieces in them. So depending on the coaster, you'll have different special pieces available for you. So this one, loops and rolls. Some of them, my new coasters have special pieces such as switch tracks and drop tracks. Switch tracks and drop tracks, okay. Which are very exciting. They are. Wir kriegen Switch Tracks, ne? Ja, Drop Tracks und Drop Tracks. Ja, ich wollte es nochmal erwähnen, weil keiner irgendwie Reaktion gezeigt hat. ich hab zugehört noch.
Ich dachte, kam noch was. Ja, Dropbricks kamen noch. Die wussten wir schon. Ich würde aber gerne einen sehen jetzt. Das sind ja diese Tilt-Coaster, ne? Wo du dann reinfährst und dann einmal den Drop machen. Gibt's hier nicht auch so, so ähnlich wie Aufzüge, dass du stehen bleibst und die ganze Schiene einfach nach unten geht? Ja, so ein das Gegenteil von einem Aufzug im Prinzip, ja. Das was, ja, ich glaube, das haben auch die meisten, die Wasserbahnen haben das gemeinsam. Ja, genau. In Dingensen, im Europa-Park, der... Poseidon? Nein, der Bobsled-Coaster, bald von denen, der Willi-Maus-Coaster, weißt du? Achso, da bin ich nicht gefahren. Der... Ja. ohne zu spoilern. Der halt. Or you want to smooth all of them at once. You can select the pieces that you want to smooth, adjust the strength, press a button and it'll ease out some of those bumps that you might have. Aber if you use a tool like the autocomplete, which doesn't take into the that. That's what I've done there. Yeah, exactly that. Used autocomplete here. I've also very quickly. Ich mag wirklich nicht nur Blockbremse. Ja, ich bin nicht aufgepasst hier. Smoothing, Smooth Select ist aus. I don't think even I would want to ride that one. But I can do that. We have the pieces available to really customize it exactly how you want that. Du kannst and this will matter for your guests and how much they're going to enjoy that exactly, ride as well. Yeah. So making sure that it has those feelings and that you want to have in your life as well. Ich habe schon gesehen, doof, dass die Station noch reingebaut of the guest experience as well in the game. And the very last thing I want vielleicht kann man sie wirklich aktivieren, aber ich habe es bis jetzt immer nur so gesehen. The ability to customize your coaster cars and your rides by attaching scenery directly to them and they'll move around the coasters and the rides attached with them as well. So aber wir haben diese Ananas noch nicht gesehen. Ja, Ananas ist neu. From the resort thing, just because perhaps that could be this could be the start of retheming this coaster. Meinst du, hat sich geändert? Ja. Steht in der 2000 was? Customize exactly how you want that. And this will ich meine, ich habe nur 3000 gesehen. Oh, okay. Ja, das wäre neu. It has those feelings and that you want to have in real life as well. Yeah. It's a key part of the authenticity of the guest experience as well in the game. And the very last thing I want to do is customize it as well. Brand new for Planet Coaster 2, the ability to customize. Ah, ne, 306. Ja, weil da noch Sign steht. Ja. Is your coaster cars vorsichtig. And your rides by attaching okay, 2387. Das ist, glaube ich, noch identisch. Hat man nicht ganz im Kopf. Ja, kann sein, dass die Ananas jetzt dazu kommen. Ja, genau. Mit jedem Direct gibt es ein neues Fall. This could be the start of retheming this coaster into a kind of wie beim ersten Deep Dive. I don't know, a punch shack or something, you know, like was a wir auch nice schon reacted haben, yeah, könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Und zwar one of the brands in Playcoast 2 as well. Ja, die Richtung. But for now, I'm going to attach this lovely looking pineapple sign to the front. Und wir haben jetzt einige Sachen über Planet Coaster 2 schon besprochen. Da könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Mach ich auch mal da. Ich meine, wir haben jetzt wie viele Themen sind bestätigt? 4, oder? Oder 5? 5 war es, glaube ich, ne? As we were saying before, I can also have access to my advanced move tools, including that new scaling tool as well. Plango, oder? Ja, ich meine jetzt alle, weil du kannst es dir zusammenrechnen, ne? Wenn das 2300 Teile sind, dann hast du ja ungefähr ja, gut 500 Teile pro. Ja, wenn du jetzt überlegst, dass du noch irgendwann mit dem DLC noch ein neues Thema hinzufügen, hat das dann auch 500 neue Teile? Wäre schon viel. The side of a lot of the cars, and if it doesn't, quick adjustment with the scale tool means that it'll scale down or scale up. Geht's eigentlich nur mir so, dass das, dass mich erinnert das ein bisschen an den, New York Bereich, den du gebaut hast. I don't want to hand place it. I can if I want to. I could duplicate that and move it across the other side. Weil das so eine Polizeisirene ist. Wie in Sirene gerade. Achso. Over on the end tab here, I can say I want it mirrored on that side, which then adds that piece. If I was to move the original piece, it moves the new piece as well. I could also say that I wanted to affect the rest of the Project train. Communiversal Studio. If I have a second train on this coaster, if I've got the station long enough,
I could make it affect all the trainers in this country. Wir müssen aufpassen, ich glaube, du kannst nur 5 von diesen Dingern machen pro Video. Was noch kommt? In our next deep dive we'll be showing you more about our new management features in the game. We can't wait to show you more. Thank you so much. Das ist nicht ganz das richtige Thema für jetzt gerade, oder? Nee. Aber weil du gerade so schön dabei warst, deswegen dachte ich. Oh, wir sind sogar schon fertig. Oh krass, okay. Da kommt doch bestimmt noch was. So, there we go. Die Frau. It's just me now. I'm on my own. Yeah, das war's. So, we've just seen Deep Dive 2 there. Ja, and I'm sure you cool. guys are all very happy. Haben wir ja doch tatsächlich ein bisschen viel gesehen, tracks, ne? We have the drop tracks. And then we also vielleicht erzählen Sie noch was Wichtiges. Bloom exits. I was watching all of the chat and everyone was so excited. So that is really great to see. I'm glad that you guys are all happy. Now we are going to run our happy. Competition for our bits and pieces that we have here. Okay. Enter, all you have to do is, ich hoffe, irgendeiner von euch hat gewonnen. Ja. So that is all lowercase. So exclamation mark. Ich denke, es sind doch ein paar Features dazugekommen. Genau. Genau, also wirklich so super viele Sachen jetzt gezeigt auch, wie jetzt zum Beispiel Rutschen gebaut werden, was für Sachen man bei der Rutsche bauen kann. Die Achterbahn haben wir gesehen, wie man sie baut. Den Brush haben wir gesehen. Den Brush haben wir gesehen, was auch ein super geiles Feature ist. Wir haben gesehen, dass wir auch die Pools ohne Wege bauen können, dass wir die auch zeichnen können, sowie die Wege auch. Und wir können aus den Wegen rauslöschen und dann passt sich das alles soweit an. Waren schon ein paar coole Sachen dabei. Also ich werde es mir auf jeden Fall nochmal anschauen müssen. Aber bis hierhin habe ich erstmal das Gefühl, dass wir nicht viel verpasst haben. Also übersehen haben wir nicht. Mal schauen. Da war auch so schon viel Neues drin. Ja, fand ich jetzt auch. Ja, und ansonsten, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn wir jetzt nicht so viel geredet haben und mehr zugeschaut haben, aber so ist halt. Wir sind ja auch neugierig, ne? Wir sind ja auch neugierig. Wollen ja auch wissen, was Neues gibt. Genau. Für uns war das jetzt gerade eben auch das erste Mal, dass wir das gesehen haben und ja, in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Willkommen auf 7 Cents mit Mitaro, Rick und Bluefire. Achterbahnträume und Gamingfeuer. Immer wieder neue Spiele. Gemeinsam bauen wir Welt. Hoch hinauf in Pläne, Coasters Magie. Drum abonniert uns.